Hässliche Sandalen sind der heiß diskutierte Schuhtrend des Sommers. Soll man sie nun schön finden oder grauenvoll? Es ist schlimmer, als was ich dachte. Sie sehen sehr extravagant aus. Ich finde diese Schuhe ziemlich hässlich. Ich finde sie sehr klobig. Es ist ein sehr gewagter Look. Ich würde sie kaufen. Ich finde sie fürchterlich hässlich. Mit denen setzt man ein Statement. Ich würde sie nicht tragen. Die sind ziemlich cool und sie lassen einen größer wirken. Die Trendsandalen zeichnen sich durch ein breites Fußbett, eine klobige Sohle und praktische Klettverschlüsse aus. Eine Mischung aus dem sogenannten Ugly Sneaker und der guten alten Trekking-Sandale. Der modebewusste Mensch von heute will nicht nur auffallen, sondern auch unkompliziert gekleidet sein, findet zumindest die Berlinerin Barbara D'Antona. Sie lässt sich heute von dem Stylisten Miguel Maldonado ein paar schaurig schöne Sandalen zeigen. Sie lagen schon in den 90er Jahren im Trend, doch dann sind sie verschwunden. Das Modelabel Balenciaga hat sie wieder zurückgeholt und dann waren es nicht nur Sneakers, sondern auch Sandalen. Und das ist ein neuer Trend für alle. Es begann mit den Turnschuhen und später kamen die Sandalen. Der Mut zur Hässlichkeit in der Schuhmode ist schon seit mehr als 2 Jahren zu beobachten. Die Ugly Sandals sind die logische Folge. Doch wie konnte es nur dazu kommen? Die Mode ist eine Reflexion dessen, was in der Gesellschaft vor sich geht. Ich denke, dass die Leute heutzutage etwas Cooles und gleichzeitig Bequemes tragen wollen und etwas, das ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Das ist schließlich das Wichtigste in der Mode, wenn man sich dafür interessiert. Vorbei sind also die Zeiten, in denen man im Hochsommer auf hohen Hacken durch die Gegend laufen musste. Elegant kann man auch mit Ugly Sandals sein. Alles nur eine Frage der Haltung. Wenn man sich für Mode interessiert, dann muss man auch Spaß haben an Mode. Und jeder sollte es einfach mal ausprobieren. Einfach die Sandalen mit Socken kombinieren und dann einfach mal schauen. Überall in Berlin bekennt man sich zu den hässlichen Tretern, auch in Kombination mit Socken. Sandalen und Socken sind typisch deutsch und ich finde das überhaupt nicht stilvoll. Es geht um Stil. Socken zu tragen ist grenzwertig, aber wenn das Outfit davon profitiert, warum nicht? Ich bin immer für die Version ohne Socken, egal ob hässlich oder nicht. Ich würde Sandalen mit Socken bevorzugen, weil es so bequemer ist. Ob mit oder ohne Socken, der Trend zu hässlichen Schuhen geht in die nächste Runde. Ich glaube, dieser Trend wird sich in der kommenden Saison fortsetzen. Mit einer Art Wollmaterial oder Pelz, damit es für den Winter warm genug ist. Es wird so eine Mischung aus Sandale und Stiefel sein. Das ist schon etwas Besonderes. Das wird man in der nächsten Saison sehen. Natürlich kann am Ende jeder für sich selbst entscheiden, wie hässlich es an seinem Fuß werden darf. Schließlich muss man ja nicht jeden Trend mitmachen.